Was? Ey, Kollegah? Alter, ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Ja, grüß dich. Ey, sorry, ich will nicht stören, ich will gar nicht, ich will auch gar nichts haben oder so. Ich hab neue Connections und so weiter, aber dass man dich mal wieder trifft. Alter, ich hab gesehen, du bist ja voll der Star, Alter. Ich hab gesehen dein Video und so weiter. Du bist im Fernsehen. Ja, ich bin Star jetzt. Hast du gut erkannt, hast du richtig erkannt, Mann. Ja, zahlen bitte. Mr. Kollege, geht auf die Haus. Ist immer schön, wenn Freunde kommen, ist immer schön. Wer ist uns bald wieder, Mr. Kollege? Ja, sicher, werde ich machen, weißt du. Euer Oma nach Art des Hauses ist legendär, weißt du Bescheid. Ey du, komm mal mit. Komm einfach mal mit, wir drehen mal eine Runde um die Häuser. Ich erzähl dir ein bisschen was. Echt jetzt, ohne Scheiß, voll die Ehre, ohne Scheiß, Mann. Ich hab gesehen, und so, du bist voll am Start und so mit Ferrari im Video und so, geht voll ab, Alter. Ja, normal, Alter, ich erzähl dir ein bisschen was. Ey, brauchst du dich anstrengen, okay, ist okay. Mach's dir bequem, lehn dich zurück, Alter. Pass auf, wir fahren ein bisschen rum. Ey, guck mal, manche werden reich geboren, schlafen in Ritzhotels, andere in einem zerrissenen Zelt, in der dritten Welt. Und was ich mir selbst verliebten Raps jetzt für Geld verdiene, geht auf keine Kuhhaut mehr, wie eine defekte Melkmaschine. Denn ich wollte schon immer ein Star sein und bin's jetzt doch tickte, bevor es soweit war, Ladungen ungestreckter Ware an Kunden in den naheliegenden Bundesländern. Wie viel eigentlich genau? Schwer zu sagen, die Zungenbrecher, keine Ahnung. Ja, ich weiß noch, die nannten dich ja immer den Mr. Nice von Rheinland-Pfalz und so. Aber ich hab gesehen, das Video draußen, du hast das Album da, Alter. Das geht richtig ab, oder was, mit dem Album jetzt? Wie läuft das? Geht das voll ab, oder was? Irgendwie? Gut, ich will zwar nicht Gold gehen dieses Mal, aber hören Rapper das Album mit Dolby Digital an. Dann sind sie still wie Wolvik Mineralwasser und sitzen sprachlos da ohne Worte. Diese Dipset-nachmachenden Horden an Trittbrettfahrern wie Tony Horn. Nach seinem Tod ersteigern Kollegah-Fans seine Silberketten und bilden aus seinen Silberketten Pilgerstätten. Du wirst in die Geschichte eingehen. Ja, schon. Doch wenn ich tot bin, hab ich nichts mehr von dem Fame, den Bitches und Moneten und den ähnlichen Dingen, die dir im Jenseits nichts bringen und die der Teufel dazu nutzt, dich von deinem Weg abzubringen, indem du dein Leben blind verschwendest im Streben nach Dingen, die lediglich aus Atomen aufgebaute Materie sind. Daher bete ich, denn ich bin nicht bloß hier, um ein paar Jahre im Leben Spaß zu haben und dann im Sarg zu verwesen. Aber egal, Mann, wir feiern jetzt mal ordentlich mein Star-Dasein. Echt, ohne Scheiß, Mann? Steig aus, ich lade dich ein.